Hallo, herzlich willkommen zu unserem First Looks zu Betrayer, dem Schwarz-Weiß-Rot-Spiel, das wir euch schon im Review First Looks gezeigt haben vor einiger Zeit. Das ist jetzt seit fast schon einem Monat komplett draußen. Es tut uns leid, dass wir so lange gebraucht haben. Es ist einiges los momentan. Ihr könnt es wohl auch auf bunt umstellen, was die Farbe angeht. Allerdings ist das Schwarz-Weiß extrem schön. Extrem stimmungsvoll vor allem. Und ich denke, das ist übrigens die Options. Ich wollte mal gucken. Ich denke, ich spiele mal los. Wir spielen mal los und machen New Game. Das Ganze übrigens Unreal Engine 3. Und ich glaube, den Namen Indie Game hat es auf jeden Fall verdient. Es ist von einem ja, doch Independent Studio entwickelt, einem kleinen. Und die haben sich gedacht, machen wir mal eine, ja, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, einen First-Person-Shooter, der ein bisschen andere Wege geht als COD und Co. Und das ist eine gute Sache. Ich bin gespannt, wie es letztendlich komplett ist, denn das hier kenne ich. Allerdings bisher erst aus der Preview und die war damals noch nicht unbedingt sehr, sehr fertig. So, es gibt einen Bogen und es gibt Nahkampfwaffen, es gibt auch Musketen. Das ganze Spiel zur Zeit der spanischen Inquisition da drüben ist eindeutig eine spanische Galeere. Und ja, das ist schwarz-weiß. Ich weiß nicht, ob man das bunte einstellen kann oder ob es von alleine irgendwann zurückkommt. Es kann sein, dass es von alleine irgendwann zurückkommt. Das wäre natürlich geil. Oder habe ich jetzt einfach nur gerade die Option übersehen hier? Also mal gucken. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall interessant und interessiert und gespannt. Das ist das ganze Standard Unreal Engine 3 sieht man sofort. Das ist natürlich mit allen Vor- und Nachteilen. Ich meine, so wie Unreal halt auch sie aussieht. Und außerdem Wind ist hier erstmal nichts. Eine Nachricht. Auf Englisch das Spiel? I do not know who you are or why you come. But you should turn back, lest you become trapped in this place as I am. Also in anderen Worten, zurück. Geh zurück, wo immer du herkommst. Diese Karibikinsel oder wo auch immer wir sind in der neuen Welt ist kein Ort für Mensch und schon gar nicht für dich. Da vorne ist ein Bogen. Dear Sir or Madam, also liebe Damen und Herren, I've come into possession of a number of fine items to la di da di da. Also es ist ein Herr, John Ho, der Merchant, der einfach hier so seine Sachen hinlegt und man selber allerdings natürlich den Preis dazu zahlen muss. Unser Preis ist 97. Ich erinnere mich aus der Review war es so, dass man all sein Loot verloren hat, wenn man starb, ansonsten nichts passiert war. Also er sagt uns, ja, Gegner sind am einfachsten zu töten, wenn sie dich nicht sehen. Und da sieht aber gleich, was er meint damit. Da hinten ist nämlich einer dieser Gegner. Einer dieser Konquistadoren. Dummerweise hat er
mich gesehen und ist nicht gestorben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Drei Schuss reichen. Anscheinend. Ein Schuss in den Kopf, wenn er nicht aufpasst, sind, glaube ich, auch drinne. Wir haben gerade auf Kusen übrigens Inventar, Leute, die wir getroffen haben, Notizen und andere Sachen. Wir haben hier Cracked Longbow, dann warte, Shoddy. So. Auf 1 ist der Cracked, auf 2 ist der bessere ist, der hier, und auf 3 ist die Pistole. Die 10 Munition hat und sehr, sehr lange braucht, um nachzuladen und sehr, sehr laut ist. Lautstärke ist eine Sache im Spiel. Da vorne geht's erstmal zum ersten Areal. Und hier ist noch eine Notiz, die sagt, du kannst Waffen finden bei Gegnern. Das ist die Karte, da ist das Dorf, Fort Henry. Das haben wir euch schon im Review First Looks gezeigt. Hab ich das, ich weiß nicht, hab ich damals eine Preview gemacht dazu oder einen First Looks gemacht? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also wenn euch das alles bekannt vorkommt hier schon, dann habt ihr Betrayer schon gesehen. Ich habe das Gefühl, dass nicht sehr, sehr viel anders ist, muss ich ehrlich sagen. Wir haben einen Tomahawk gefunden. Auf E ist nach wie vor Nahkampf. Und da merkt ihr, ein Kopfschuss, unvorsichtige Gegner. Und ihr gewinnt. Da können wir dann gleich looten. Und oben ins Vorgehen. Das übrigens britisch ist. Wie gut zu erkennen an der Flagge. Allerdings ist das eine englische Flagge und keine britische. Interessante Sache. In der neuen Welt kein Kreuz aufzuhängen. Und hier können wir jetzt fast traveln hin. Wenn wir von diesem Fass trinken, wird unsere Lebenskraft wieder. Oh. Was ist das? It appears to be a figure of a human. So als wäre ein Vulkan ausgebrochen. Unsere Quest jetzt, ich kenne sie ja schon aus der Preview, da war nämlich genau dieses, das ist ein Early Access Spiel gewesen, genau dieses Level war da zu spielen. Das ist die Dorfglocke von Fort Henry oder die Glocke von Fort Henry. Another Ash Figure. Als sei ein Vulkan ausgebrochen in dieser Welt. Ja, die Stück weit ist die Frage, ob man auch irgendwann wieder Farbe in die Welt zurückbringt. Und was hier eigentlich passiert ist. So, und es gibt einen According to the Prisoner, the Spaniards seek to destroy settlement. Also die Spanier, the Spaniards. Noch einer. Was könnte es nur sein? Nun gut, dann wollen wir mal. Oh, schauen wir gerade noch, was hier ist. Eine Gartenschaufel. Well, dann haben wir jetzt wahrscheinlich eine neue. Nee, egal. Wollen wir mal die Glocke anhängen. Und läuten. Und sind auf einmal. Ja. In der Schattenwelt? Ich weiß nicht, wo sind wir jetzt auf einmal? Hier liegen überall Zettel noch rum. Die Indian King. Who they call, whatever, how, irgendwas. Has was much pleased by our gifts of tools and trinkets and gave us in return. Also, der Indianerkönig mochte sie. Ein Auge. Aus Stone. Interessant, interessant. Oh, die Schaufel, natürlich. Die Schaufel jetzt, die kann jetzt eben diese Steine aufschaufeln. Something appears to be buried here. Ein Ohr. Und da ist ein Geist. Da ist ein Geist, mit dem wir reden können. Ich brauche es nicht vorlesen. Aber er sagt, Thought your mouth words. No sound is. Also es kommt kein Geräusch raus. Ihr hört auch nur ein Geräusch, wenn ihr genau hinhört. Die nachläutende Glocke.
Eine Zunge. Oh, das sieht immer ekliger. Und wieder Steine, die wir nicht nutzen können. Ja, und da sind wir wieder in der Welt. Und wir wissen immer noch nicht ganz, was wirklich hier los ist. Wir haben hier die Clues. Und die Notes. Und ja, was so wirklich hier abgeht, haben wir keine Ahnung. Es gibt hier einiges. Reminders! Entschuldigung. Ihr merkt, ich bin immer noch ein bisschen krank. Use a compass to locate nearby dropped items. Aha. Naja, dann wollen wir mal weitergehen. Ich weiß nach wie vor nicht, ob, was die uns die Welten bringen. Also, es ist, examine a true gentleman. Also, ein Grab außerhalb. Ich glaube, die Welt bringt uns, dass wir weiterkommen. Also es ist so die wenn wir die Dorfleute glocken, die Dorfglocke läuten, ich kann kein Deutsch mehr, dann ist es in der Tat so, dass ihr in die Zwischenwelt kommt, so glaube ich es zumindest. Oh, da sind überall zwei Gegner. Es gibt mehrere Clues. Au. Also die haben Musketen, ne? Die haben Musketen. Oh Gott, wie viele Gegner kommen hier denn? Oh scheißen Dreck. Oh. Ein Schlag und wir sind tot. Also, each time you fall in battle, you drop any values you're carrying. If you die before you retrieve them, they will be lost forever. Follow X on your compass. Kompass ist auf, weiß ich gar nicht. Kompass ist irgendwo. Wo ist der Kompass? Auf, ach verdammt. Jetzt finde ich die Taste nicht mehr. Auf Z heilen wir uns. Auf I ist das Inventar. Auf C knien wir uns hin. Inventory, Investigations, Weapons, Charms. Naja, also der. Wir wissen ja, wo wir gefallen sind, dort hinten. Der Kompass ist, glaube ich, auf M. Genau, die Karte ist nämlich der Kompass. Haha. So, die World Map ist übrigens das hier. Okay. Und wir sind da. Da momentan. Wir müssen hier runter. Also das Spiel hat was an Atmosphäre. Gerade dieses Schwarz-Weiß ist so bedrückend unheimlich. Und es ist brutal schwer. So. Durchschleichen bringt vielleicht was. Lustigerweise sehe ich jetzt keine Gegner mehr. Oh, fuck. Gerade sage ich das. Ja, weil er hinter mir ist. Au. Also, oh Gott. Auf Z heilen wir uns. Ja, das Nachladen hat... Oh, da war noch ein Schuss. Da war noch ein Schuss. Da hinten ist ein Gegner. Oh, das ist einer, oder? Oh, nein, wir sind beide tot. Wir haben uns beide gegenseitig erschossen. Ich habe langsam das Gefühl, dass man in diesem Spiel öfters stirbt. Und dass das auch so gedacht ist. Die Gegner respawnen jedes Mal, dass man stirbt übrigens. Das ist so eine Sache. Glaube ich zumindest. So war es jedenfalls. In der Preview. Im Early Access. Ich habe neben mir was gehört. Diese Büsche sind merkwürdig. Da ist irgendwas drinne. Ich glaube, nachdem ich hier mich retrieved habe, sollte ich mal in die schwarze Welt gehen.
wenn man sie so nennt. Eine Rusty Broken. Oh, can't carry. Huh. 103 Coins. Gehen wir gerade nochmal zurück ins Fort, weil irgendwas ist in diesen Büschen drinne. Es gibt zu viele davon und die sind überall und da ist irgendwas Rotes drinne. Ich wisper ganz leise am Mikrofon vorbei. Ich hoffe, ihr hört mich immer noch. Also ich denke, allein jetzt schon werdet ihr wissen, ob ihr dieses Spiel mögt oder nicht. Es ist ein ja, extrem eigenes Spiel. Oh, können wir den eigentlich abschießen? Ne. Die kommen nicht aus dem Voraus. Ah, jetzt geht's. Warum auch immer jetzt geht. Who's Martha? Where is Martha? Who's Martha? My wife. Who are you? I'm Captain Willem Eastgrove. What you see her last? On the little hillside where we were sitting together. And I was holding her hand talking to our son. I shall find her. For you if I can. Oh, Maiden in Red. Und auf einmal ist die Frau da. I hate to interrupt you, but who are you talking to? I was speaking to the wraith named William Eastgrove. But I see no one. It appeared in the dark when I rang the bell and vanished when daylight returned. In the dark? How can that be? The sun is not moved in the sky. And I said, no, okay, interessant. This unsettling discovery. An odd thing to pick up. I thought it might be useful. I don't think that would have occurred to me, although you seem to have been right. Who are you? I can't remember. I'm sure that I've lived here, for this place is familiar. But it's like a dream. I can't recall. Do you not remember anything? My sister, I've been searching for her. But I can't remember her name either. Perhaps she's hiding from the Spaniards. Die Story ist neu für mich. Spaniards. I awoke in a forest day ago, I assure you. There are no Spaniards here, not anymore. They seemed real, though. Like the darkness and the wrath, the wraith. What did they want from you anyway? He's searching for his wife. I would help to find her, but... okay, also es geht darum, wenn ihr kein Englisch könnt, dass sie aufgewacht ist und anscheinend wir die einzigen echten Menschen sind, aber ich irgendwie in die Zwischenzeit, irgendwie kann ich zwischen allem hin und her wechseln. Bin ich nochmal Leute hier? Ist es offen und dann ist sie wieder weg. Aber was war das denn hier? Listen? Wo war das denn gerade? Warum war denn gerade X da? Was war das denn? Okay, wollen wir uns mal die kurz... Oh, da ist wieder einer. Da ist er wieder. Okay, wollen wir uns angucken, ob die Büsche in der Dunkelheit da sind oder ob was anderes da ist. Sie sind immer noch da, aber sie... Okay, merkwürdig. Ja, dann würde ich mal sagen, Fort Henry... Läuten wir die Glocke nochmal. Da ist sie wieder. Och, einfach aus nichts erschienen. Ist das merkwürdig. Okay. Ich
Sie kann die Arschfigur, die Arschfiguren, die Aschefiguren nicht sehen. How strange. Was ist denn meine aktuelle Quest? Oder beziehungsweise. Achso, es gibt keine wirkliche Quest, ja? Und das sind einfach nur die. Die Sachen. Ja, okay. Das heißt, wir laufen einfach weiter rum jetzt und suchen nach Sachen, aber ohne euch, denn das ist Betrayer. Was auch immer das Spiel wirklich ist, wir sagen es euch im Test, wenn wir es durch haben. Könnte ein bisschen dauern, wie immer. Danke fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.